Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, wir tun in dieser Folge abgerutscht die Mission ausführen, weil uns ja in der letzten Folge das Problem gekommen ist, dass wir einfach nicht genug Last aufbringen können, um die Rakete zu starten. Deswegen wir jetzt abgerutscht machen. Und ich hier aus 5 verschiedenen Teilen, 1, 2, 3, 4, 5, eine Rakete baue, die 4 Kilometer hoch in die Luft muss. Und das mache ich jetzt relativ easy. Wir setzen jetzt hier das Triebwerk rein. Wir machen links und rechts jeweils einen Tank rein. Und oben jeweils Sauerstoff. Also brauchen tut es ja eigentlich nicht, aber hey, einfach weil es für die LOLs sozusagen. Für die LOLs sozusagen. Dann machen wir Verbindungselemente, machen hier den Double Injektor, hier den normalen Injektor. Sie muss ja nicht schön ausschauen, sie soll einfach funktionieren. Das ist alles, was zu tun ist. Bauen. Ein bisschen neue Flugtechniken ausprobieren. Let's start up. Das Ding hat vielleicht ein bisschen zu viel Kraft, kann das sein? Aber wir müssen es ja nicht durchführen komplett. Eigentlich reicht es ja, sobald wir die Höhe gereicht haben, können wir das Video hochladen. Epischen Tech-Errungen, Rutschen, tropisches Paradies, Glaswasser, Schallmauer und Leak. Dann laden wir es hoch und dann sollten wir hoffentlich damit wieder ein bisschen weiterkommen. Schauen wir gleich mal in unsere Nachrichten. Poolteile. Zeugt von echten. Danke für das Kompliment. Aber sicher, wenn er gebührt, nicht wahr? Pools haben wir eine persönliche Variante entwickelt. Du findest sie im Shop. Nicht kopiert, personalisiert. Das könnte nützlich sein. Auf jeden Fall, lass uns wissen, wenn du brauchst. Schauen wir mal. Ständer, Halbständer, passiver Flügel, aggressiver Flügel, großes eckiges Rohr. What? Wie viel Geld habe ich eigentlich noch? 300, uff. Neutraler Flügel, eckiger Adapter. Wir kaufen jetzt mal den aggressiven Flügel. Und normaler Flügel. Wie sollten wir nochmal Geld machen in diesem Game? Jetzt haben wir nur noch die blöde Schwebekatze, die uns 16 Punkte geben würde. Aber wie? Das ist ja das Problem. Ich muss die schweben lassen, aber sowohl über ein Drehgelenksteuerung als auch über einen Knopfdruck aus dem Triebschiff verfügt, kann ich den Winkel und den Schub während des Fluges genau steuern. Ich sollte auch Zeit scheinbar in der Luft schweben können. 20 Sekunden ist also ewig lang. Also finde ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt mal. Was komplett Bescheuertes probieren. Weil es muss ja nicht großartig toll sein, was da fliegt. Es muss ja nur funktionieren. Wenn ich recht habe. Nur die letzte Reihe nochmal weg. Dann unter Triebwerke haben wir diese uralten Mini-Triebwerke. Warte mal.
Und dann tun wir dazu noch ein bisschen Treibstoff hier rein. Ah, dafür brauchen wir nochmal. Ah, scheiße, warte mal. Und jetzt müsste natürlich hier dazwischen der An- und Ausschalter noch. Ich weiß halt nicht, wie gut das jetzt funktioniert. Ich würde auch ehrlich gesagt hier noch dazwischen PVC ein langes Rohr nehmen. Schauen wir, ob das funktionieren kann überhaupt. So. Links und rechts Flügel anbringen und auch in der Mitte. Damit sollten wir eine Stabilität erreichen. Und wir machen WASD. Als Steuerung der Sachen. Die Frage ist natürlich, hält das so lang den Flug durch? Try. Wir haben ja eh keine andere Wahl, außer probieren. Es muss irgendwie fliegen lernen. Okay, scheiße, ich so. Oh, der Treibstoff hält ja nicht mal so lange. Oh Gott. Okay, ganz andere. Wir haben jetzt diese Rutschenteile. Yay, das wird wieder so ein richtig schönes Teil. Anschlusspunkte. Enge Kurve. Ich habe nicht mal ansatzweise einen Plan, ob das funktionieren kann, was ich jetzt vorhab. So. Und dann brauchen wir Triebwerke. Viel zu stark wahrscheinlich. In der Mitte den Treibstofftank rein. Dann gibt es natürlich die Verbindungselemente. Erstmal den Verteiler. Und dann in jeder Röhre die dementsprechend Zugriffspunkte. Wir sollen ja nur hovern. Mehr wird ja gar nicht verlangt. Also rein theoretisch sollte das gar nicht so schwer sein. Auslösen bei okay, neuer Versuch. Schauen wir, ob das Ding ab.
Okay, das ist interessant. Zurück zu Looping-Rekorde kann ich damit aufstellen, aber nicht das, was ich brauche unbedingt. Dass das Ding auch so anfängt zu drehen. Wahnsinn. Okay, wir tauschen jetzt einfach die Triebwerke aus gegen ein bisschen größere. Und hoffen, dass die dann funktionieren. Wir nehmen jetzt mal gleich die Bulky-Dinger hier. Und hoffen, dass die den Erfolg bringen. Weil wenn nicht, dann habe ich echt langsam keinen Plan mehr. Bauen. AD. Zum Start. Start. Was für ein Geräusch. Was war denn das jetzt für ein Geräusch? Bitte was? Neuen Startversuch. Komm schon, so schwer kann das doch gar nicht sein. Ah, Scheiße, wir sind. Nein! Oh, verdammt! Okay, na. Aber es funktioniert rein theoretisch. Haha, ich weiß nicht wie, aber es funktioniert. Also, start erstmal, ne? Lass das Ding einfach machen. Es macht sich selber. Irgendwie. Oh, nee, zu tief, nee, zu tief, nee, zu tief. Was geht denn da schief? Okay, neuer Versuch. Okay, ich habe noch eine Idee, was wir hinzufügen. Wir haben doch dieses Autotariersystem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schon, das wird richtig. Es wird irgendwie als erhofft, erwünscht. Wir nehmen jetzt jeweils die Teile hier. Und setzen die um einiges tiefer. So, da kommen dann noch Rutschenteile rein. Oh Gott. Irgendwie wird das alles interessanter als erwartet. Kinetik. Auto-Leveler. So. Dann natürlich wieder die Verkabelung. Let's try this. Und rein theoretisch, hoffentlich tariert sich das von selber aus. Nope. Und tschüss. Okay, der Test. Das Problem ist, sobald ich das Oh Mann! Start erneut versuchen.
Es muss doch bloß fliegen! Aber irgendwie hat's keinen Bock dazu. Zurück zur Konstruktion. Irgendwie hat's dazu keine Lust. Ah, das ist kompliziert. Probieren wir es mal auf einen ganz anderen Weg. Was ist, wenn wir den Split hier unten durchführen? Also all diese Außenteile weg. Ich setze den Tank jetzt hier hin. Setze ein Rutschenteil ein. Das Steuerungssystem. Dann jedem unten hier eine Düse rein. Und dann machen wir so. So. Und jetzt denkt ihr wahrscheinlich, jetzt dreht er ganz durch. Ja, ich drehe gerade ganz gut durch. So, das kommt hier noch dran und das kommt auch noch hier dran. Und jetzt hat... Tank muss noch mittig. Ach komm, das gibt's doch jetzt gar nicht. So. Ich wünsche nicht mal. Ist der jetzt ausgemacht, oder was? Oh Gott. Okay, rechts, du bist bearbeiten, du bist S. Du bist D und du bist A. Perfekt. Noch ein Versuch. Und dann kann ich beide rein theoretisch auch erschalten. Wie schaut denn das jetzt aus? Also. Oh Gott, die Steuerung ist kompliziert. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.